Also, 360 Grad Digital Readiness, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr ein Unternehmen digitalisieren wollt oder wenn ihr ein Unternehmen beraten wollt, in bestimmten Bereichen zu digitalisieren, dann ist meine Empfehlung nicht einen Bereich. Wir haben das vorhin als Pizzastückchen besprochen, wenn wir uns dieses 360-Grad-Modell anschauen. Also nicht nur ein Segment zu bearbeiten und nur an einem Segment zu arbeiten, sondern eine gewisse Helikopter-View einzunehmen, ein bisschen drüber zu gehen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann auf diesen ganzen Biotop draufschauen. Wissentlich, wenn ich mich nur eine Schraube da drin verändere, verändert es mir mein ganzes Gebilde. Und deswegen glaube ich, kann ich dieses 360 Grad Digital Readiness nur dann erreichen, wenn ich mich eben ein bisschen absetze und auf das Ganze blicke. Was steht mir bevor und wo geht die Reise hin? Und die aus dem Marketing kommen, und ihr kommt ja alle aus dem Marketing, ihr seht, ich zeige euch mal schnell, wie das aufgebaut ist, also die Idee. Außenrum ist diese Makroumwelt, was wir vorhin so als Pestanalyse bezeichnet haben. Ja, also Political, Economical, Social und Technological Analysis, Einflüsse, die wir nicht bestimmen können, die wir aber auf dem Radar haben müssen und die natürlich auf unser Vorhaben, auf unser Unternehmen, auf unser Businessmodell einwirken, weil wir eben nicht in einer Käseglocke sitzen. Also alles, was da drinnen passiert und vieles davon kommt ja auch aus der Makroumwelt, was die Welt so verändert und was uns jetzt momentan in diesem Change so viele Schwierigkeiten macht. Wenn ihr euch diesen großen Kreis, diese Makroumwelt anschaut, Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, Ökonomie, Technik und Umwelt, genau da kommen ja die Megatrends, auf die wir nachher eingehen werden, aus den Bereichen kommen ja die Megatrends und tun ihr eigenes dazu. Diese Digitalisierung und das veränderte Erleben und Verhalten von Menschen zu verändern. Auf das werden wir nachher gleich eingehen. Das werden wir uns speziell anschauen. Wir werden die Megatrends herausarbeiten und wir werden sagen, was sind die Megatrends, auf die wir uns einstellen müssen. In der Mitte, wenn ihr euch den Kreis anschaut oder diese Pizzascheibe oder dieses 360-Grad-Modell, dann seht ihr hier in der Mitte Customer Centricity, also die Bedarfsgruppe, Kunde im Fokus. Also meine Ansicht ist, ich denke vom Kunden aus und denke dann mein Businessmodell von innen nach außen, vom Kunden her, um von den Wünschen und Bedürfnissen und Problemen des Kunden. Also Customer Centricity. In diesem grauen Bereich, da habe ich die Dinge eingelagert, die normal im strategischen Marketing oder in der strategischen Vorgehensweise normal sind, die ihr kennt. Das heißt, ich muss erst mal analysieren, was hat sich jetzt verändert. Aus der Analyse heraus entwickle ich dann im nächsten Step eine gewisse Strategie. Und die Strategie braucht natürlich wieder Ziele. Ich brauche eine Planung und da muss ich mir überlegen, was sind denn für dieses vielleicht neue Geschäftsmodell, für das neue Businessmodell, das wir dann vielleicht ansteuern, um digital ready zu sein. Was sind die Einnahmequellen bisher und was sind die Einnahmequellen der Zukunft? Und wenn wir etwas Neues schaffen, ein neues Businessmodell, dann müssen wir uns auch überlegen, was sind die Kosten dafür? Dann müssen wir das Ganze steuern, kontrollieren und dann gehen wir wieder in die iterativ praktisch in die Strategie und arbeiten uns dann langsam vor. Also von außen haben wir die Makroumwelt mit Chancen und Risiken, im Zentrum den Kunden und jetzt versuchen wir strategisch zu planen. Dann die äußeren Ringe, die haben wir jetzt mal versucht in Farben einzuteilen. Grün heißt alles oder grün ist jetzt alles, was damit zusammenhängt mit dem Wertangebot, das ihr den Kunden vermittelt und mit der Präsentation dieses Angebotes. Das heißt, ich habe da in den Segmenten Bereiche drin, wie zum Beispiel Produkt und Dienstleistung, also meine Lösungen. Und wenn ich mir Gedanken mache für die digitale Transformation, dann ist sowas eben hilfreich, weil ich mir Gedanken machen muss, welchen Bereich will ich denn überhaupt digitalisieren und welchen Bereich kann ich überhaupt digitalisieren. Also habe ich hier zum Beispiel bei Wertangebot und Präsentation, habe ich eben, welche Produkte haben wir? Sind diese Produkte überhaupt digitalisierungsfähig? Ja oder nein?
Welche Dienstleistungen machen wir? Können wir unsere Dienstleistungen digitalisieren? Bis zu welchem Grad? Und welche Lösungen bieten wir überhaupt dem Kunden an, der ja im Fokus stehen sollte und der gewisse Probleme hat und wir im Problem Lösungen ihm anbieten wollen? Als nächstes, wieder im Grünen, muss ich mir natürlich Gedanken machen über den Verkaufskanal. Wie verkaufen wir denn? Was sind denn unsere Channels? Sind wir nur online? Oder sind wir online und offline? Kombinieren wir das? Machen wir Omni-Sale, wie wir vorhin diskutiert haben, für den Handel? Also wie, welche Channels werden bedient? Und auch hier passt auf, wenn ihr in diese Digitalisierung reingeht, für diese Bereiche, und wenn ihr zum Beispiel aus dem Handel kommt und ihr überlegt, euch in den E-Commerce einzusteigen, dann schaut bitte, ob ihr bei den Verkaufskanälen euch nicht irgendwo Kanalkonflikte einhandelt, weil der eine Kanal mit dem anderen vielleicht nicht kann und weil der Vertrieb jetzt vielleicht nicht mehr so freudig ist, wenn jetzt auf einmal zum Beispiel ihr in den E-Commerce einsteigen würdet. Dann müsst ihr euch Gedanken machen über die Preise und über die Zahlungen, über die Zahlungsarten, über das Payment. Kann ich das digitalisieren? Wenn ja, wie? Mit welchen Systemen? Und welche Services sind wir in der Lage anzubieten? Das heißt, ich schaue jetzt auf dieses Ganze und tue dem Bereich, nochmal den grünen Bereich, Wertangebot und Präsentation. Da habe ich bestimmte Felder, die ich überprüfen muss, ob ich in diesen Feldern digital ready bin. Was mache ich da schon? Habe ich das angedacht? Kommt natürlich jetzt auf die Skala drauf an. Haben wir das schon angedacht? Haben wir da einen weißen Flecken? Machen wir das schon? Machen wir das schon und messen wir das vielleicht? Machen wir das schon, messen wir das und optimieren wir schon? Vielleicht als eine der letzten Stufen. Also ich brauche eine gewisse strategische Vorgehensweise und das meine ich eben mit dieser holistischen, mit dieser ganzheitlichen Sicht. Kommen wir in den blauen Bereich. Ich kann das Ganze natürlich nur machen, wenn ich eine bestimmte Infrastruktur und eine gewisse Organisation habe. Also hier fallen Sachen rein, was wir diskutiert haben, Rollen und Verantwortlichkeiten. Wer hat denn welche Verantwortung, wofür? Wer macht was? Bis wann, warum? Wie sind die Rollen dann in einem digitalisierten Unternehmen verteilt? Leadership. Welche Führungspersönlichkeiten? Welche Leute brauchen wir, um das und das zu erreichen? Wie muss die Struktur in dem ganzen Unternehmen sein? Wie denkt das Unternehmen? Weil nicht jedes hierarchische, patriarchisch geführte Unternehmen ist vielleicht in der Lage, anders zu arbeiten, anders auf diese Megatrends zu reagieren. Schaut euch die neuen Büros an, wie Büros heute gestaltet werden. Da brauche ich eine gewisse Führung, einen gewissen Führungsstil, dass das erlaubt ist. Dass dann die Chefetage sagt, nein, nichts hier mit freier Arbeit und ihr kommt, wann ihr wollt und hier so die Arbeitstische, wo man mal schnell wieder abräumt und wo du da sitzen kannst und da hinten eine Denkerecke. Nein, das ist mir alles zu unsicher und Homeoffice und in Teams arbeiten übers Internet, ah, sehr gefährlich. Ja. Also brauche ich Leute, die sich darauf auch einlassen, seitens der Führung, seitens des Leadership. Und ich brauche natürlich entsprechendes Personal. Es klingt immer böses Personal, das sind dann die Altlasten, aber irgendwo ist schon so ein bisschen was dran. Also muss ich die unterstützen, muss ich sie mitnehmen für die nächste Kurve jetzt, muss sie mitnehmen in die Digitalisierung, muss sagen, das schaffst du, das lernst du. Ich muss sie ausbilden, ich muss sie fortbilden und ich muss Alternativen finden für diejenigen, die vielleicht dann nicht mehr mitgehen. Und wen brauche ich, was wir vorhin diskutiert haben, wen brauche ich denn heute, um das und das zu machen? Wir haben über den Onlinehandel gesprochen. Der Personaler muss wissen, wen er da einstellt. Wer betreut denn den Online-Shop? Was muss der können, der einen Online-Shop betreut? Was muss der können, der das Online-Marketing macht? Was muss der können, der die Social-Media-Kanäle überprüft, weil er sagt, das Kaufentscheidungsverhalten kann ich doch vielleicht über einen Social-Media-Kanal verändern, bewegen und kann dann die Leute so in meinen Online-Shop hineinführen? Oder Omnisell, in den Online-Shop und in den Store. Wen brauche ich dazu? Welche Menschen brauche ich dazu? Und was müssen die können? Also welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale müssen die mitbringen? Muss ich aufbauen? Also versteht ihr, das, darum sage ich, ist so eine ganzheitliche Sicht extrem wichtig. Ich kann nicht irgendwo eine Schraube drehen und sagen, wir gehen in den E-Commerce. Wir machen einen Online-Shop. Weil dann bin ich sofort in diesem Feld wieder Infrastruktur und Organisation und sage, ja, haben wir die Leute dazu überhaupt? Haben wir die Führung überhaupt dazu? Nächster Punkt, Collaboration, Partner, Networking. Haben wir da die Leute dazu, mit denen wir das überhaupt machen können?
Nächster Punkt, Technologien. Haben wir die Technologien? Man ist, wenn man in den E-Commerce reingeht, ich kann es euch aus der Praxis sagen, viel zu schnell gehen die alle auf den Online-Shop und sagen, ja, wir machen einen Shopware-Shop oder Magento. Das ist ganz klar, was sie dann machen. Aber all die anderen Dinge drumherum werden nicht mitgedacht, sind noch nicht angedacht. Aber da kommen am Schluss die Probleme her, versteht ihr? Ihr habt da niemanden, der den Shop betreut, ihr habt niemanden, der das macht. Ihr habt niemanden, der die Produkte einstellt. Ihr habt niemanden, der das Online-Marketing betreibt. Also Technologie ganz wichtig. Aber ich brauche auch Leute, die diese Technologie bedienen können. Der nächste Punkt, Prozesse. Welche Prozesse haben wir dann im Unternehmen? Wie verändern sich die Prozesse? Wenn ich über Digitalisierung rede, welche Prozesse meine ich und wie verändern sich diese Prozesse? Und dann habe ich natürlich als ganz, ganz wichtigen Punkt in dem blauen Bereich Infrastruktur, handle ich mir das Thema halt ein, Cyber Security. Ein riesen spannendes Thema, das ich einfach auf dem Radar haben muss. Und viele deutsche Firmen machen das halt nicht. Die sagen, es geht schon, es funktioniert schon. Es funktioniert immer so lang, bis irgendwo eine Seite gehackt ist, bis irgendwo Daten gecrashed sind. Dann fängt man an, über Cyber Security nachzudenken. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann der orange Bereich, der soll euch daran erinnern und der soll euch zeigen, pass mal auf, jetzt, wir haben doch gesagt, wir stellen den Kunden ins Zentrum. Customer Centricity. Also geht es hier um die Personas und es geht um ein bestimmtes Kundenerlebnis. Personas, und bei den Personas auch gleich ein Tipp. Denkt nicht immer so wie der BWL, wie man es gelernt hat oder wie wir es gelernt haben, Zielgruppen zu segmentieren nach Alter, nach Regionen, nach was auch immer. Ja, diese Segmentierungen, die sind schon in Ordnung, aber sie führen letztendlich nicht groß zum Erfolg. Und auch wenn ich Typologisierungen mache und Typen aufbaue, sogenannte Personas, dann schaut doch bitte hin und versucht eure Zielgruppe einzuschränken auf die echten Bedarfsträger, auf die echte Bedürfnisgruppe. Wer hat denn wirklich welchen Bedarf? Und so wie ich es euch vorhin gesagt habe, ich vergesse das nicht, das erzählt mein Freund Karl Gratzimmer, der sagte mir, ihr müsst auf das Ereignis optimieren. Welche Ereignisse führen beim Kunden zu welchem Problem und welche Problemlösung bietet ihr dann an? Und womit und warum soll dann der Kunde euer Produkt und eure Lösung kaufen und nicht das der Konkurrenz? Und da seid ihr bei der Belohnung, da seid ihr bei dem USP und da seid ihr bei den alten Sachen, die ihr im Marketing gelernt habt und die ihr kennt. Ein wichtiger Punkt auch hier bei Personas und Kundenerlebnis, was wir vorhin schon einmal diskutiert haben, das ist die Customer Journey. Ich muss wissen, an welchen Kundenkontaktpunkten tauchen meine potenziellen Bedarfsgruppen überhaupt auf. Welche Medien nutzen die? Wo sind die? Wo muss ich als Anbieter über Selektion, an welche Kontaktpunkte muss ich hingehen? Wo sind Kontaktpunkte, wo ich mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass Menschen vorbeikommen, die sich für mein Produkt interessieren, online wie offline. Und wenn ich solche Locations, solche Orte online wie offline nicht finde oder die nicht befriedigend sind, dann habe ich doch heute in dem digitalen Spiel die Möglichkeit, solche Kontaktpunkte zu schaffen, selber zu schaffen. Schaut die ganzen Portale an. Das sind geschaffene Kontaktpunkte. Und überlegt mal, ob ihr mit eurem Unternehmen nicht selber in der Lage seid, diese Kontaktpunkte für die Customer Journey zu schaffen. Der nächste Punkt ist dann die Customer Experience. Wie ist denn das Erlebnis an diesem Kontaktpunkt? Das prüfen die wenigsten. Die wenigsten prüfen das. Wie ist es denn, wenn der auf unserer Facebook-Seite ist? Wie ist es denn, wenn der unsere App nutzt? Wie ist es denn, wenn er unser Beratungsgespräch nutzt? Wie zufrieden ist er denn? Und dann habt ihr schon wieder die nächsten Probleme, gerade wenn wir vorhin über Banken gesprochen haben oder Versicherungen. Das große Problem ist diese Transparenz. Der Kunde, Customer Centricity, der ist natürlich auch aufgerüstet, hoch aufgerüstet. Er ist digitalisiert, er hat ständig sein Handy dabei. Und wenn du den jetzt berätst mit irgendeinem Bankprodukt, dann sitzt der da und zieht sein Handy raus und überprüft mal schnell, ob das stimmt, was du sagst. Das heißt, der Berater der Zukunft, egal in welcher Branche, wird immer gegen eine Suchmaschine antreten, weil du als Kunde und wir als Kunden das Ding in der Hose haben.
Und ich kann jedes Wort, das du mir als Berater sagst, sofort ad hoc überprüfen. Stimmt das denn? Stimmt das, was du mir jetzt sagst? Oder ist das nur auswendig gelernt, ein Bankprodukt, das du jetzt auswendig gelernt hast, das du kannst und mir jetzt erzählst, dass das das Beste ist? Und jetzt kann ich es ad hoc überprüfen. Versteht ihr? Das verändert auch die Kommunikation zwischen Berater und potenziellem Kunden, der jetzt ein Problem hat. Und das muss nicht nur ein Bankberater sein. Das kann ein Arzt sein. Geh du heute mal zum Arzt und schau, dass du einen Termin kriegst. Du bist Kassenpatient, da hast du 2 Monate, bis du einen Termin kriegst. Hast 2 Monate Zeit zu googeln, was dir eigentlich fehlt. Das heißt, du gehst hoch aufgerüstet zu dem Arzt, hochgebildet zu dem Arzt und weißt schon viele Dinge, die der arme Kerl vielleicht gar nicht weiß, weil er gar nicht so viel Zeit zum Googlen hat oder zum Recherchieren, wie du das hast. Versteht ihr, was ich meine? Also deswegen sind diese Customer Touchpoints und die Erlebnisse, die müssen überprüft werden. Wie läuft es da an dem Touchpoint ab? Ist der Kunde zufrieden? Hast du ihm wirklich Mehrwert geboten? Welchen Hebel in seinem Ding an Werterhöhung bietest du dem denn? Macht es Sinn, das Beratungsgespräch mit dir noch? Oder bist du ein atmender Mailserver und ich sage, also erzähl dir mal das Gleiche, was ich im Internet nachlesen kann. Auch das wird in Zukunft sein, wird in dieser Digitalisierung, wird das ein Aufrüsten sein? Wie müssen unsere Verkäufer, wie müssen unsere Berater, wie können wir die auf den Wissensstand einer Suchmaschine bringen? Da wird man sowieso nie hinkommen, weil die Suchmaschine immer mehr mit Artificial Intelligence kämpfen. Aber dann muss man sich konzeptionell halt überlegen, wie du im Verkaufsgespräch oder im Beratungsgespräch dann eben mit dem Kunden vielleicht solche Systeme nützt, weil unterm Strich du ja als Experte dann doch besser bist, hoffentlich, und dann diese Daten besser auswerten kannst, als ich als Otto-Normalverbraucher, der jetzt vielleicht in einem Finanzprodukt keine große Ahnung hat. Aber versteht ihr, ihr seht, wie das alles zusammenhängt. Durch diese Transparenz, durch diese Vernetzung und dieses Always On. Ja, ich bin immer online und ich kann immer nachgucken. Und das ist die große Herausforderung. Und dann haben wir als nächsten Punkt oder die Punkte eben Marketing, Vertrieb und Kommunikation. Wie muss sich dann das Marketing verändern? Wenn die Welt digital wird, wenn die Kunden sich verändern, aufgrund der Megatrends, aufgrund all dieser Dinge, dann muss sich natürlich das Marketing auch verändern. Das heißt, das Marketing muss mit anderen Waffen kämpfen und kann nicht mehr die stumpf gewordenen Waffen, was weiß ich was, von 1980 verwenden und dann schauen, dass sie damit ins Feld ziehen. Es wird nicht mehr funktionieren. Genauso der Vertrieb. Der Vertrieb wird andere Wege finden müssen, um Leads zu generieren. Und das Tolle an dem Online-Marketing oder an dem Marketing mit Einsatz von Online-Medien ist doch, dass wir, was wir diskutiert haben, ständig eine digitale Spur hinterlassen, teilweise sogar in Echtzeit. Und jetzt komme ich als Marketing-Mensch das erste Mal, endlich seit es Marketing-Denken gibt, jetzt komme ich an das Involvement der Zielperson. Es war früher ein Konstrukt, ein psychologisches Konstrukt, das total klar war. Ja klar, die Leute, die involviert sind, die high involviert sind, die interessieren sich für mein Produkt. Und wenn sie sich interessieren, brauche ich gar nicht so laut schreien. Da muss ich keine Impact-Werbung machen. Weil er will ja Informationen. Er will ja jetzt schon das Produkt. Das Problem war immer, woher weiß ich, ob einer involviert ist, low oder high und jetzt gerade im Moment. Und jetzt, das ist das erste Mal im Marketing, wo ich aufgrund der Daten und aufgrund der digitalen Spur, die wir hinterlassen, Rückschlüsse machen kann auf das aktuelle Involvement im Zeitpunkt des Werbemittelkontakts mit dem Kunden. Vielleicht sogar schon in Echtzeit, in Realtime. Und deswegen muss auch der Vertrieb sich umstellen. Und die Lead-Generierung wird sich ändern. Wir werden nicht mehr nachtelefonieren. Wir werden keine Kaltakquise mehr machen. Wir können in Deutschland auch keine sogenannten Cold Calls sind verboten. Ich darf nicht am Wochenende, wird gemacht, aber ich darf nicht am Wochenende irgendwo anrufen. Ich darf auch nicht bei einer Privatperson anrufen. Und. Das heißt, auch hier wird sich Marketing und Vertrieb verändern. Und meine persönliche Meinung, Marketing und Vertrieb zu trennen, das ist veraltetes Silo-Denken. Das ist Quatsch. Die haben eine Stoßrichtung, die sollen miteinander arbeiten. Und auch die IT nicht in diese Dreierrunde zu holen, ist meines Erachtens auch vollkommen old school, das ist veraltet. Der letzte Punkt, dann in dem orangen Bereich, Personas und Kundenerlebnis. Der letzte Punkt ist dann die Kundenbindung und die Kundennähe. Wie binde ich dann die Kunden an mich?
Und ihr seht schon, dass aufgrund dieser ganzen Online-Möglichkeiten, die wir diskutiert haben, heute ganz andere Möglichkeiten bestehen, eine fortwährende Kundennähe zu schaffen. Das ist dieses Always On. Im Handel heißt es nicht mehr nur Online, Offline, sondern man verwendet den Begriff No-Line. Dem Kunden ist es egal, ob du Offline oder Online bist. Der Kunde will dich einfach. Er braucht dich jetzt im Moment. Er hat ein Problem und wenn du eine Lösung hast, dann bist du da. Und wenn du für ihn findbar bist, dann wird er zu dir gehen. Und wenn du gute Argumente hast, warum er jetzt dein Produkt kaufen soll und nicht das der Konkurrenz, dann wird er deins kaufen. Punkt. So einfach ist es. Findbar sein und das beste Produkt anbieten. Ich weiß, das ist jetzt recht einfach erzählt. Die Umsetzung ist extrem schwierig. Und nochmal, dieses 360-Grad-Modell ist ein Versuch, ist mit Sicherheit noch nicht ausgereift, noch nicht hundertprozentig ausgereift, vielleicht hinten die Skalen, mit denen man dann arbeiten kann. Aber es ist ein Versuch, das erste Mal einen Überblick zu bekommen, wenn man in einer Unternehmung von Digital Readiness spricht, von digitaler Transformation, mal ein paar weiße Flecken zu erkennen, hey, wo stehen wir eigentlich, wo sind wir gut, wo sind wir schlecht, wo haben wir weiße Flecken und wo können wir dann reingehen und optimieren und wie beginnen wir dann? Das war so die Überlegung und das wollte ich euch ans Herz legen und wollte euch praktisch so als Gedankenstütze für die eigene Umsetzung dann an die Hand geben und ja, ich hoffe, es nützt euch was.